Also auf alle Fälle werden wir für unsere Arbeitsplätze kämpfen, das ist ganz klar, müssen wir, ist unsere Pflicht, denn andere wird uns nicht freiwillig neue Arbeitsplätze geben und irgendwie müssen wir unsere Familien durchbringen. Und ich freue mich besonders dafür, dass wir uns nicht mehr schlachten lassen wie schweigende Lämmer. Darum geht's mir. Danke, danke, danke. September 2006, Berlin-Spandau, das Bosch-Siemens-Hausgerätewerk. Hier werden Waschmaschinen hergestellt. Bereits im Mai 2005 kündigt die Konzernleitung an, das Werk Ende 2006 zu schließen. Die Belegschaft will sich das nicht gefallen lassen und wehrt sich, zieht vor die Siemens-Zentrale in München. August 2005, die scheinbar überraschende Wende. Der Schließungsbeschluss wird zurückgenommen. Aber bis 2006 werden Teile der Produktion von Berlin an andere Standorte verlegt. Jetzt droht wieder die Schließung. Das Berliner Werk ist Teil eines internationalen Unternehmens. In Europa ist BSH die Nummer 1 im Bereich Haushaltsgeräte. Weltweit gehören 43 Fabriken zum Unternehmen. In Deutschland arbeiten an 7 Standorten etwa 14.000 Menschen. September 2006, Berlin-Spandau. Platz für 1050 Mitarbeiter in einer alten Lagerhalle. Die Belegschaft von Bosch Siemens Hausgeräte kommt zu einer außerordentlichen Betriebsversammlung zusammen. Sie wird zur bisher längsten Betriebsversammlung in der Geschichte der Bundesrepublik und endet erst nach 16 Tagen am 22. September. Nichts geht mehr im Waschmaschinenwerk, die Produktion steht still. Die Belegschaft will sich beraten, denn es geht um ihre Arbeitsplätze. Für die wollen sie kämpfen. Wir werden eine soziale Bewegung in diesem Lande starten. Wir werden gemeinsam alle Betriebe anschreiben, von der Schließung bedrohte Betriebe. Was wir wollen, den Erhalt der Industriearbeitsplätze in Berlin und in der Bundesrepublik Deutschland, dafür werden wir uns einsetzen. Wir machen hier eine rechtmäßige, legale Betriebsversammlung. Zu einer Betriebsversammlung sind alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Betriebs aufgerufen. Das Geld ist nicht alles, sondern was zählt, Erhalt der Arbeitsplätze. Aus diesem Grund schwerpunktmäßig wird die Auseinandersetzung in diese Richtung mit aller Möglichkeit geführt. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, ohne Arbeit zu sein und hier nicht herzukommen. Wenn ich mal ein bisschen krank bin oder irgendwie mich nicht wohlfühle, dann komme ich ja trotzdem her. Das ist ganz witzig. Es geht hier vielen so. Ich habe öfters mal Kollegen, die sich nicht wohlfühlen, die herkommen. Ich komme hierher, ich bin es einfach gewöhnt, herzukommen. Ich weiß gar nicht, wie das ist, nicht hierher zu kommen. Das ist unvorstellbar. Sie haben hier jahrelang für Siemens, für den großen Siemens-Konzern, das Geld erstmal erwirtschaftet, dass sie sich in anderen Ländern die Firmen aufbauen konnten. Es kann nicht sein, dass die Firmen, die in dem Ausland Werke aufbauen, dass sie das bei uns abschreiben können. Dass wir im Grunde genommen die Werke finanzieren, die im Ausland gebaut werden. Und wer den Mut hat, in den heutigen Tagen, zur jetzigen Zeit einen Betriebsrat, der mehr oder weniger sich damit einverstanden erklärt hat, dass ein Drittel der Mannschaft in der Fabrik gehen muss.
und dass die Verbleibenden auf 20-25% im Schnitt verzichten sollen. Wer den Mut hat, einem solchen Betriebsrat und einer solchen Belegschaft zu sagen, dass sie sich nicht bewegt hat. Ich bin fassungslos. Ich bin wirklich fassungslos. Trotzdem sind Betriebsrat und IG Metall zu Verhandlungen bereit. Sie reden mit uns, das ist meine politische Bewertung. Weil sie uns lieb haben? Nein. Weil sie uns hübsch finden? Nein. Weil sie gemerkt haben, dass wir seit Tagen nicht mehr fertigen. Die Belegschaft nutzt die Versammlung, um sich Klarheit über ihre Situation zu verschaffen. Ich sehe mich hier nicht als Propagandist für Transferkurzarbeit, für Transfergesellschaften. Es handelt sich um einen, ich sage es schon vorweg, schlechten Ersatz für richtige Arbeit. Und man muss sich dann überlegen, ob man, wenn die Alternative Arbeitslosigkeit oder dieser schlechte Ersatz heißt, ob man sich dann für diesen schlechten Ersatz entscheidet. Also alleroberste Priorität, denke ich, muss sein, und das zeigt ja hier auch die Aktivität, dass das von euch so begriffen wird, dass die Arbeitsplätze erhalten werden. Eine Transfergesellschaft hier in diesem Fall wäre die Konsequenz, wenn wir eine Niederlage oder eine Teilniederlage im Kampf um die Arbeitsplätze erleiden. Es ist ein 12-monatiger Parkplatz unter halbwegs vernünftigen finanziellen Bedingungen. Und es ist andererseits wieder beschämend, wenn Kollegen und Kolleginnen in drei Schichten für 1.200, 1.400 Euro hier knüppeln müssen. Dann ist eine Frage, wo Gewerkschaften ganz einfach dafür da sein müssen, dafür zu kämpfen, dass höhere Löhne da sind, für die zu arbeiten, sich auch wirklich wieder lohnt. Machen wir uns keine Illusion, ein Jahr Arbeitslosengeld 1 ist verdammt schnell vorbei. Und die Falltiefe auf Hartz IV ist enorm. Auch in den Familien wird die Situation und das, was droht, diskutiert. Also leicht ist es nicht, auch für die Kinder. Fragen sie nach, ja, was ist denn später, was würdest du dann tun, wenn du dann arbeitslos bist? Findest du überhaupt noch einen Job? Was ist denn mit uns? Naja, ich sage halt, dass wir halt dann wahrscheinlich mit weniger Geld halt aufkommen müssen und dass es halt irgendwie schon weitergeht, damit sie sich halt auch nicht zu große Sorgen machen. Aber wie gesagt, also die Angst ist auch schon, den Kindern ist schon irgendwie vorhanden. Das merkt man, dass sie sich Gedanken machen. 618 Personalnummer vielleicht, die man per Knopfdruck löschen würde, aber für uns heißt das, das sind 618 Schicksale, Familien, Menschen, die hinter dieser Nummer stehen, und die haben auf unsere Existenz abgesehen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Naja, und heute kam die Krönung, der Vortrag über Hartz IV. Und ich muss sagen, ich habe in der Pause bin ich von Kollegen angesprochen worden. Und ich habe auch Gruppen gesehen, die sich über Hartz IV unterhalten haben und die sehr, sehr betroffen sind. Und da ist, mir geht es genauso. Ich sage ganz ehrlich, ich habe drauf spekuliert, lieber eine ordentliche Abfindung, als um den Erhalt des Arbeitsplatzes zu kämpfen. Und deswegen habe ich für mich entschieden, es gibt überhaupt keine Alternative zum Erhalt aller Arbeitsplätze hier und keine Teillösung und keinen faulen Kompromiss am Montag. Und ebenso, das sage ich ganz ehrlich, gehört in dem bevorstehenden Arbeitskampf drin die Diskussion, weg mit Hartz IV. Meine Kollegen,
die verhandeln jetzt, ich habe jetzt einen Anruf bekommen, die verhandeln jetzt nicht 200, sondern erhalten alle Arbeitsplätze hier. Die Grundlagen der Forderung ist, was ich hier vorgetragen habe, 5 Jahre Absicherung, 400 Arbeitsplätze, diese Eckpunkte, wo ich immer wieder vorgetragen habe. Kampf um alle 600 oder um 420 Arbeitsplätze, das wird nicht ausdiskutiert. Dienstag früh um 6 Uhr ist Urabstimmung angesetzt. Und aus meiner anwaltlichen Erfahrung weiß ich, dass nicht nur der Einsatz eines Kampfmittels selbst ein Kampfmittel ist, sondern schon die Androhung eines Kampfmittels. Und die Androhung eines Kampfmittels, nämlich des Streiks, steht derzeit im Raum. Sichtbar für jeden, sichtbar für uns, die Vorbereitungen laufen, aber eben auch sichtbar für den Arbeitgeber. Druckmittel auch, die Ankündigung eines Solidaritätsmarsches. Auf einem 14-tägigen Marsch durch die Bundesrepublik wollen die Mitarbeiter die Belegschaften der anderen BSH-Standorte besuchen, aber auch die der vermeintlichen Konkurrenz bei AEG in Nürnberg und bei Miele in Gütersloh. Höhepunkt und Ziel des Marsches soll eine gemeinsame Kundgebung vor der Siemens-Zentrale in München sein. Wenn wir nicht angehört werden, wenn diese unsinnige Entscheidung nicht zurückgenommen wird, dann werden die Beschäftigten ab Dienstag früh mit einer Urabstimmung die Meinung festlegen, was sie machen wollen mit Regimental zusammen. Wenn auch das nicht hilft, dann werden die 1000 Beschäftigten mit ihren Familienangehörigen nach München laufen. Politiker haben wir hier eingeladen, ja, schön, groß geredet, bla bla. Und was haben wir davon gehabt? Das war zwar ein bisschen gut gewesen, aber man muss ja Mittel zum Zwecke. Wir müssen die Politiker benutzen, so wie sie uns benutzen. Nämlich, dass sie für uns sich stark machen. Die Berliner Belegschaft sucht für den Soli-Marsch prominente Weggefährten. Auf Einladung hat der regierende Bürgermeister sein Kommen angekündigt. Bei seinem Besuch hat die Werksführung der Presse den Zutritt verweigert. Das will sich die Belegschaft nicht gefallen lassen und zeigt sich am Werkstor, um Klaus Wowereit abzuholen. Morgen. Vielen Dank, dass Sie hier sind. Hallo. Morgen, Herr Wowereit. Also, wie Sie wissen, die Presse wurde nicht zugelassen. Dann haben wir gedacht, dass wir Sie mit 1000 Beschäftigten in Empfang nehmen und dass Sie mit uns gemeinsam bis Versammlungsort laufen und dann können wir gemeinsam unsere Erklärungen abgeben. Okay. Nochmal vielen Dank, dass Sie hier waren. Können wir? Na klar. Okay, dann bitte. Und der hat sich heute so schick gemacht. Ja, hier. Betriebsratsvorsitzender Günger Demici kündigt schon öffentlich an, dass der regierende Bürgermeister mitmarschiert. Der Betriebsratsvorsitzende hat so flott angekündigt, dass ich mitmarschieren werde. Ich bin ja jemand, der sich darüber freut, dass die Menschen irgendwie klüger geworden sind, dass sie weite Strecken nicht zu Fuß mehr zurücklegen müssen, sondern andere Hilfsmittel nehmen können. Aber Sie können sicher sein, nachdem der mich so festgelegt hat, ohne mich vorher zu fragen, jetzt kann ich gar nicht mehr anders. Jetzt muss ich in irgendeiner Art und Weise mitmarschieren. Weitere Politprominenz kündigt in der Folgezeit ihre Unterstützung an. Unter anderem Klaus Ernst und Petra Pau. Vertreter anderer Belegschaften, unter anderem des benachbarten BMW-Werks, aber auch von Infineon aus München, sprechen auf der Betriebsversammlung, bekunden Solidarität, berichten von den eigenen Kämpfen. Dass die Menschen Bescheidenheit lernen sollen. Und meine feste Überzeugung, die Menschen in Deutschland und vor allem die Beschäftigten der Industriebetriebe, die müssen nicht Bescheidenheit lernen,
die müssen Widerstand lernen. Irgendwann werden wir mal so weit sein, dass wir da sagen, dann sollen doch die Konzerne sich verziehen hier. Dann sollen sie doch gehen, wohin der Pfeffer wächst oder wohin sie meinen, wo ihr Profit wächst. Hauptsache, wir sind in der Lage, die Produktionsmittel hier zu behalten und dann machen wir eben die Waschmaschinen und die Glühlampen und die anderen Lampen alle selber hier, ohne sie. Ab Freitag, dem 15. September, besetzen die BSHler die Werkstore. Das ganze Wochenende, Tag und Nacht. Die Werksleitung hat versucht, die Belegschaft auszutricksen. Also Freitag gegen Mittag haben wir die Information bekommen, ein Teil der Beschäftigten und beziehungsweise auch die Arbeitsmittel sollten nauen oder beziehungsweise nach draußen verlagert werden. Obwohl wir als Betriebsrat das Mitbestimmungsrecht haben. Ohne Wissen des Betriebsrates, man wollte die Arbeitsmittel nach draußen verlagern. Nachdem dass wir diese Information bekommen haben, haben wir versucht, die Leitung zu erreichen. Und die Leitung hat nicht reagiert. Dann haben wir die Maßnahmen eingeleitet. Die Maßnahmen waren für uns, für die Beschäftigten, sollten informiert werden. Die Beschäftigten wurden informiert. Auf einmal waren 400 Kollegen da vor dem Werktor und seitdem wird kein LKW rein und rausgelassen. Die Beschäftigten entscheiden, wen das sie reinlassen und wen das sie rauslassen. Es hat mich überrascht, wie viele andere Betriebe am Wochenende uns angerufen haben. Ich weiß nicht, woher sie das erfahren haben, dass Betriebe sich angeboten haben, da Wache zu halten für uns. Sehr viele verschiedene Großunternehmen hier in Berlin, Betriebsräte, Gewerkschaftsfunktionäre, Vertrauensleute. Wie viele uns angerufen haben, hat uns auch sehr gewundert. Also, und wir freuen uns, dass die Kollegen sich solidarisch erklären mit uns. Warte mal, können Sie ja machen. Wenn wir einen Verdacht haben, müssen Sie es auch machen. Was haben Sie denn für einen Verdacht gegen mich? Gegen Sie nicht? Gegen Fahrzeuge haben wir einen Verdacht. Gut. Okay. Also wir bleiben her, ja? Bis zum Ende der Betriebsversammlung am 22. September übernimmt die Belegschaft die Kontrolle über das Werk. So, vielleicht 20 Kollegen, geht mal bitte drüben zum Tor, wo die Einfahrt ist. Ja? Ich bitte, keiner nach Hause geht. Wir bleiben hier. Am 19. September kündigt die Siemens-Konzernleitung eine 30-prozentige Erhöhung der Vorstandsbezüge an. Ja, das ist ja nur ein Hundertstel von dem, was da in der Zeitung stand. 3 Millionen kriegt so ein Manager. Das heißt, der verdient in einem Jahr so viel, wie ich in 100 Jahren verdienen würde. Wie will denn der das ausgeben? Eins will ich Ihnen auch sagen, es ist nicht so, dass Demerci und andere Leute, die hier vorne stehen, die Dinge alleine machen könnten oder die IG Metall. Wenn wir den Weg gemeinsam gehen, dann müssen wir auf jeden von Ihnen zählen. Dann müssen Sie selbst aktiv werden in diesem Prozess. Noch laufen Verhandlungen mit den Arbeitgebern, noch hofft die Belegschaft auf eine Einigung. Und dieses Ergebnis betone ich immer wieder. Ich bleibe bei diesen Aussagen, wird von den Beschäftigten abgestimmt. Wir machen keine eigene Politik, sondern wir machen eine Politik mit allen Beschäftigten. IG Metall und Betriebsrat brechen die Verhandlungen mit dem Arbeitgeber ab. Dieser verlangt die Einführung der 40-Stunden-Woche, Lohnkürzungen von fast 20% und die Entlassung von 300 Beschäftigten. Das will die Belegschaft nicht hinnehmen. Die Urabstimmung steht an. Also ich denke mal, mit der Urabstimmung werden wir also so hart wie möglich gegen die Monsen sozusagen, also gegen die Kapitalisten rangehen. Dann werden die schon uns kennenlernen. Und ich freue mich besonders dafür, dass wir uns nicht mehr schlachten lassen wie schweigende Lämmer. Darum geht's mir. Ich
Wir haben 6 Millionen Menschen in diesem Land, die arbeitslos sind. Wir haben 2,5 Millionen IG Metaller, die mit uns gemeinsam sich bewegen müssen. Fast 95% stimmen bei der Urabstimmung für den Streik. Die Betriebsversammlung wird am 22. September beendet. 21 ist zuständig. Die waren, mit denen habe ich auch heute gesprochen. Die waren da, die wissen Bescheid. Streikleitung und Betriebsrat stimmen die konkreten Abläufe für den Streikauftakt ab. Schnell bildet sich eine Arbeitsgruppe, die den Marsch der Solidarität durch die Republik plant. Das Ganze soll ja ein Motto haben, nämlich wir kämpfen für unsere Arbeitsplätze hier in Berlin, Gartenfeld, aber auch für den Erhalt aller Arbeitsplätze, aller bedrohten Arbeitsplätze in Deutschland. Ich bin jeden Tag sehr aufmerksam bei den Betriebsversammlungen gewesen und habe mir sehr viele Notizen gemacht. Und ich habe eine Menge dazugelernt und ich bin jederzeit bereit, noch 6 Wochen diese Betriebsversammlung mitzumachen, weil ich viele, viele Fragen hatte. Ich werde kämpfen um den Halt aller Arbeitsplätze, gnadenlos. Wenn nicht, dann muss ein Interessenausgleich her, der so teuer ist, dass die Firma Bosch Siemens nicht anders kann, als die Arbeitsplätze alle hier am Standort zu erhalten. Es ist 6 Uhr. Jawohl. Und wir haben seit 2 Stunden alles unter der Kontrolle. Und wir haben das gemeinsam geschafft. Wir werden keine großen Reden halten. Erstes Mal vielen Dank bei allen, dass Sie mitgemacht haben. Wie ich das feststelle, über 700 Kolleginnen und Kollegen sind hier. Wir haben etliche Unterstützer von den anderen Betrieben. Also wir werden nicht locker lassen. Wir werden zeigen, dass wir eine Regelung haben, dass wir durchhalten werden. An die türkischen Kolleginnen und Kollegen, Merhaba! An die polnischen Kollegen, Dzień dobry! Und an die vietnamesischen Kollegen, Ciao! Und nicht zuletzt natürlich an unsere deutschen Kolleginnen und Kollegen, guten Morgen hier vor dem Werkstor bei BSH in Berlin. Offiziell kämpfen die BSHler für einen Sozialtarifvertrag. Doch eigentlich geht es darum zu verhindern, dass die Konzernleitung das Werk schließt und mithin um ihre Entlassung. Doch in Deutschland darf gegen einen solchen Beschluss nicht gestreikt werden. Darüber nachgedacht werden, ob in solchen Fällen wie hier bei BSH nicht ein Moratorium von Entlassungen, ein begrenztes Verbot von Massenentlassungen hilfreich ist, um die Konzerne in die Verpflichtung zu nehmen. Es gilt der Grundsatz der Nachhaltigkeit. Also wir haben sehr gut begonnen, sehr gut angefangen. Alle Kollegen sind hier. Wir haben sehr viele Besucher aus anderen Betriebseinheiten, also von BMW, Siemens, Osram. Es läuft sehr gut. 12.30 Uhr die erste Streikversammlung. Schnell hat die IG Metall die Infrastruktur bereitgestellt. Streikzelt, Container, Telefonanlage und nicht zuletzt die sogenannten Streiktüten, Fahnen und Kappen. Schüler des benachbarten Oberstufenzentrums Bau wollen sich über den Streik informieren. Irgendwelche Sachen, die an uns vorbeigeschleust werden. Und bei den Kontrollen haben sich ein paar Bockbeine gestellt. Wir hätten jetzt Unterricht gehabt im Fach Fachzeichnen. Und ich habe nach Rücksprache mit meinem Abteilungsleiter gesagt, wir werden Unterricht in der realen Demokratie machen. Wir werden gemeinsam nachfragen, warum die Beschäftigten hier streiken.
und damit die Schüler einfach Hintergründe erfahren, wie bei uns das reale Arbeitsleben läuft. Eben das Arbeitsleben, um das die BSHler kämpfen. Und natürlich das Beste. Wir wollen hier die besten Maschinen, die es gibt. Angst eigentlich ja. Denn Deutschland ist ein Land, wo man wirklich beschäftigt sein muss bis zum Rentenalter. Ohne Arbeit ist man wirklich fix und fertig zu Hause. Nervlich, körperlich. Denn man kann nicht jedes Mal seinen Freunden, Bekannten besuchen gehen oder mit einem Freunden treffen irgendwo. Das wird mit der Zeit auch dann langweilig. Es muss Beschäftigung da sein. Mein Job ist, dass ich heute eigentlich Freischicht habe, aber ich bin ja trotzdem hier, um den Kollegen noch ein bisschen Unterstützung zu geben. Und zwar aus dem Grunde, wenn man Freischicht hat, das ist ja nicht wie auf der Arbeit. Das ist hier ein Streik und bei einem Streik müsste man einfach da sein, um die Kollegen mit zu unterstützen. Doch nicht alle BSHler gehen den Streik mit solch einem Elan an. Problem ist, dass wir die Schichten ja nicht zusammenkriegen. Weil der einige Kollegen nicht wissen höchstwahrscheinlich, welche Schicht sie gehören. Wurde schon erläutert. Die Leute müssen sich eigentlich selber dafür kümmern, welchem Schicht sie gehören. Also das ist der Problem, sonst nichts. Ja, man ist ja erwachsen genug, müsste man eigentlich wissen, wo man hingehört. Muss man sich ja selber recht finden, nicht auf gewisse Leute verlassen. Lest einfach die Tabellen, geht zu euren Gruppen. Ich suche Gruppe E3. Gruppe E3. Nein. Gruppe E3. Kommt bitte zu Gruppe E3. Wer ist noch Gruppe E3? Also ich habe teilweise Bauchschmerzen. Gibt es einen Teil der Beschäftigten, die sich hervorragend verhalten. Gibt es einen Teil der Beschäftigten, dass sie denken, dass sie nicht im Arbeitskampf sind, sondern dass die nur hier sind und dass sie Picknick machen. Es wird klar, ein Teil der Streikenden hat sich zwar zum Schichtbeginn angemeldet, ist aber dann auf dem Streikgelände nicht mehr zu finden. Das ist auch Thema auf der Sitzung der Streikleitung. Aber auch die muss sich erst in ihre Arbeit einfinden. Weniger politische Arbeit als organisatorisches steht an. Es ist mein erster Streik. Man braucht auch ein bisschen Erfahrungen. Die Erfahrungen holen wir von den anderen Betrieben, die schon sowas gemacht haben. Aber es ist eine saure Arbeit. Aber es ist nicht wie im Betrieb, sondern die Arbeit macht Spaß. Die Organisatoren der Montagsdemo gegen Hartz IV wollen ihren Kampf mit dem der BSHler verbinden. Endpunkt ihrer nächsten Demo soll das Bosch-Siemens-Werk in Spandau sein. Für ein allseitiges und vollständiges gesetzliches Streikrecht hoch die internationale Solidarität. Den Kampf gegen Hartz IV hat sich die Belegschaft schon bei der Betriebsversammlung auf die Fahnen geschrieben. Konkret sucht man jetzt politische Partner zur Unterstützung des Marsches der Solidarität. Wichtig ist, dass man aufmerksam macht auf die Probleme, die wir gegenwärtig haben in diesem Land. Und da gehört eben dazu, dass die Unternehmen ihre Vorstände immer besser bezahlen und gleichzeitig die Leute entlassen. Und wir haben die Situation, dass natürlich mit Arbeitslosengeld II und den Hartz-Gesetzen damit der soziale Abstieg für einen großen Teil der Leute, die ihr ganzes Leben lang gearbeitet haben, vorprogrammiert ist. Und da muss man auch aufmerksam machen mit solchen Aktionen. Ich finde das gut und so werden es irgendwie möglich ist, werde ich mich auch daran beteiligen. Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich darf euch im Namen des Vorstandes der IG Metall begrüßen. Ich darf euch versichern, dass die ganze IG Metall hinter euch steht. Das gilt für die Verwaltungsstelle, das gilt für den Bezirk, das gilt für den Vorstand, das gilt für die brancheweise Ware, die über euren Streik informiert ist und empört ist, wie man mit euch umgeht. Die Unternehmensleitung verweigert dem Betriebsrat, seine Sitzung im Betriebsratsbüro auf dem Werksgelände abzuhalten. Spontan setzt man sich draußen auf dem Gelände zusammen. Das ist die Gegenmaßnahme, das zeigt, dass Sie nervös geworden sind. Wir werden das nicht so einfach hinnehmen,
Wir werden die rechtlichen Schritte einleiten. Wir werden auch gemeinsam heute beschließen. Am Morgen hat sich eine Gruppe der Berliner Streikenden zum Schwesterwerk im nahegelegenen Nauen aufgemacht. Seit Streikbeginn arbeiten hier auch Kollegen aus Spandau, sozusagen als externe Streikbrecher. Kontakt zu ihnen oder den Nauener Kollegen aufzunehmen, ist schwierig. Natürlich, wir haben versucht, mit denen zu reden. Also die wissen ganz genau, was momentan bei uns los ist. Habe ich mir gedacht, ja, mit denen zu reden, dann haben wir mehr Solidarität. Also die wollten mit uns nicht reden. Also die haben einfach den Kopf gedreht und einfach ohne Begrüßung reingefahren mit dem Autos. Schon seit Streikbeginn existiert eine Verpflegungsgruppe. Täglich bereitet sie Frühstück und Mittagessen für die Streikenden zu. Andere sorgen sich um Holz für die Feuertonnen, basteln Buttons, malen Plakate. Wir kommen wieder nicht. Wir sind nur Dienerinnen, nicht als Köchin, ja? Im Streikzelt bleibt das Thema der Marsch der Solidarität. Und macht denen ruhig ein bisschen Angst in München. Macht denen Dampf. Zeigt, was ihr für eine Kraft habt. Und dann laufen wir ein Stück zusammen. Ganz bis München schaffe ich es nicht mehr. Bin ich so glücklich. Aber es ist gemacht. Danke schön, wir sind München. Guten Morgen, bitteschön. Es ist Samstag, Einkaufstag. Kleine Gruppen der Streikenden machen sich auf den Weg zu verschiedenen Berliner Einkaufszentren, in denen auch ihre Waschmaschinen verkauft werden. Guten Morgen, bitteschön. Ich bin so sauer mit vielen Sachen, was alles so mit uns gemacht hat. Alles mit den Kleinen, ja, die Große. Die Leute, hier, die hier arbeiten, die haben gar keine Chance mehr auf dem Arbeitsmarkt. Und hinterher wird dann viel erzählt, wenn sie dann Hartz-IV-Empfänger sind oder arbeitslos sind, die haben alle keine Lust zum Arbeiten. Das erzählen sie dann. Das ist das ja eben. Spiegel TV, ZDF und WDR sind mit Kamerateams vor Ort im Streikzelt. In den Medien hat sich die Belegschaft Gehör verschafft. Über den Marsch der Solidarität wird bundesweit berichtet. Im Streikzelt ist heute eine Delegation der PDS. Es geht nicht nur darum, dass ihr uns in unserer konkreten Auseinandersetzung unterstützt, sondern es geht, Kolleginnen und Kollegen, glaube ich, auch um mehr. Nämlich, dass es auch mit dieser Auseinandersetzung, nicht nur, aber auch mit dieser Auseinandersetzung gelingt, auch ein anderes gesellschaftliches Klima herzustellen. Wir haben das Problem, dass seit Jahren den Unternehmen Steuern erlassen werden, dass ihnen alle möglichen Wege geebnet werden, aber sie das Gegenversprechen, Arbeitsplätze zu schaffen, Ausbildungsplätze zu schaffen, nachhaltig auch für die Region was zu tun, nicht eingelöst haben. Countdown. Noch 2 Tage bis zum Start für den Marsch der Solidarität. Petra Pau wird sich beteiligen und der Betriebsrat versucht, andere Belegschaften zu mobilisieren. Natürlich, was für uns wichtig ist, die Betriebe, die Metallbetriebe, die wollen mitmachen. Heute früh habe ich mit meinen Kollegen von Otz gesprochen, die wollen mitmachen, Daimler, Siemens etc. Also ich freue mich, jeden Tag kriegen wir mehr Anhängerschaft. Schlagzeile des Tages. Siemens nimmt die Erhöhung der Bezüge für den Vorstand zurück. Also im Grunde genommen, die 30%, die nehmen ja zurück, vielleicht vorübergehend, 1-2 Wochen, vielleicht 1-2 Monate, bis alles beruhigt hat. Am Ende sind wir wieder die Verlierer. Und das bringt doch gar nicht wieder. Am Abend die Montagsdemo in Spandau. Hier hat die Mobilisierung nicht gut geklappt. Außer den BSHlern gibt es kaum Beteiligung und Resonanz. Einen richtigen, aktiven Beitrag leisten. Dass es den Kollegen
viel an Erfahrung mangelt, was solche praktischen Organisationstätigkeiten angeht. Offensichtlich ist das so, dass das herrschende Regiment in der Fabrik diese Qualitäten und Qualifikationen nicht fördert, sondern sie kriegen offensichtlich gesagt, was sie tun müssen. Und das tun sie dann auch gut. Und wenn es darum geht, sich ein Stück weit davon zu befreien, auch vielleicht, wenn man so will, sich selbst zu ermächtigen, die Dinge in die Hand zu nehmen. Wir müssen raus sozusagen aus diesem engen Umfeld Gartenfeld, Siemensstadt und ich sage sogar aus Berlin heraus. Sondern müssen das zu einer deutschen und auch zu einer europäischen Auseinandersetzung machen, um die Zukunft der Arbeit und auch um Fragen der Würde und der menschlichen Würde hier in diesem Land. Waschen wie vor 100 Jahren. Waschtagsaktion auf dem Berliner Breitscheidplatz. Die BSHler machen in der Berliner City auf die drohende Schließung ihres Werks aufmerksam. Auftakt für den Marsch der Solidarität. Dass die Öffentlichkeit endlich aufmerksam darüber gemacht wird, dass die Machenschaften wie große Konzerne Betriebe abwickeln, so nicht weitergehen darf und kann. Und da bin ich sicher, dass wir da was bewirken können. Die Aufmerksamkeit der Medien und die Anwesenheit der Politprominenz sorgen für Zuversicht. Ich glaube, dass Siemens merkt, was für ein großer Schaden diesem weltweiten Konzern droht, wenn man so mit Produktionsstätten umgeht. Dieser Lauf hat wirklich endgültig dazu beigebracht, dass sie uns unterstützen. Wir glauben daran, dass sie uns auch unterstützen. Und das ist ja ein guter Anfang. Also für den Marsch ist ein besseres Anfang, kann einfach uns nicht passieren. Mein Name ist Jelena. Es tut mir sehr leid, dass die meisten jetzt ihre Arbeit verlieren und auch die Eltern und Opas und Omas, denn die meisten bekommen ja jetzt Hartz IV. Und ich wollte eigentlich nur sagen, dass es mir wirklich sehr, sehr leid tut und ich wünschte, es wäre eigentlich sehr gut weitergelaufen, aber leider ist es nicht so. Ich wünsche, es wird sich vielleicht wieder verbessern. Siemens auf die Knie zwingen. Sie werden diese Entscheidung zurücknehmen. Ein T-Shirt für Herr Gysi. Habt ihr noch T-Shirts? Erste Etappe des Soli-Marsches, das Schwesterwerk in Nauen. Für einen Tag blockieren die Berliner hier den Lkw-Lieferverkehr. Bei Schichtwechsel fahren die Nauener Kollegen durch die Blockadegasse. Die sollten eigentlich solidarisch sein, aber da kommen sie offensichtlich von alleine nicht drauf. Aber ist natürlich schwierig. Kommt immer auf die Situation an. Ne? Für mich, die reingefahren sind, ist beeindruckend gewesen, dass die mit mir gesprochen haben, die haben selber Angst und sagen deswegen nichts. Spontane Solidarität erfahren die Berliner hier nicht. Erst am späten Nachmittag tritt ein Mitglied des Nauener Betriebsrates vor die Kollegen. Der Rest des Betriebsrates schweigt. So wie es bei uns hier im Werk läuft, kann es auch in Deutschland nicht weitergehen. Bei uns arbeiten zurzeit 200 gewerbliche Mitarbeiter mit einem Stundenlohn von 5,30 bis 5,60 Euro. Hui! 40 Soli-Marschierer ziehen durch Eisenhüttenstadt. Die IG Metall hat die Demo angemeldet. Auf den Straßen kaum Menschen. Ziel heute: das Eco-Stahlwerk.
Zu Wendezeiten arbeiteten hier noch 12.000 Menschen, heute etwa 3.000. Hinter der Belegschaft liegen also harte Auseinandersetzungen. Ich weiß, wovon ich spreche. Wenn wir hier in der Sönnenstadt Arbeitsplätze verloren haben, wir haben diese bisher nie wieder aufholen können. Und das ist eine Riesensauerei, was da auch in den letzten Jahrzehnten passiert ist in Deutschland. Und deshalb muss man sich einfach dagegen stellen. Und deshalb stehe ich auch an der Seite der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Ecostahl ist Zulieferer für BSH. Deswegen haben die Kollegen ein handfestes Interesse, dass bei BSH der Betrieb weitergeht. Richtig heiß wird die Stimmung sicherlich für euch noch werden. Wir, das werden wir euch auch versprechen, werden euch auf euren Weg begleiten. Wir als Eco-Mannschaft werden auch versuchen, so weit wie es möglich ist, euch zu begleiten, vielleicht auf dem Weg nach München. Ecostahl war für mich ein toller Eindruck, all die, weil wir haben Streikerfahrung. Und durch die Streikerfahrung können sie uns auch natürlich unheimlich viel über bestimmte Sachen erzählen, die man ja sonst nicht weiß. Nachmittags in der Innenstadt. Man will mit den Eisenhüttenstädtern ins Gespräch kommen. Und da Sie hier aus Eisenhüttenstadt sind? Aus Bernau. Aus Bernau. Trotzdem wäre vielleicht ganz interessant mal zu lesen. Ja, alles klar. Dankeschön. Danke auch. Unterstützung bekommen die Streikenden, die am Donnerstagmorgen eine Auftaktversammlung vor dem Werktor an der Gartenfeller Straße 2 bis 34 durchführten, von der Berliner Politik. Der regierende Bürgermeister Klaus Wowereit, wie auch Wirtschaftssenator Harald Wolf, übten harsche Kritik an der Firmenpolitik von Siemens. Deswegen geht ja die Spargelernte in den neuen Bundesländern so zurück. Und bei Mädels. Ja, da war früher. Für die Soli-Marschierer geht es heute nach Leipzig. Dort wollen sie mit 200 weiteren Kollegen aus Berlin demonstrieren. Doch zunächst geht es wieder durch menschenleere Straßen. Wir stehen zusammen und das Zeichen an das Management, an den Vorstand von Bosch Siemens ist, wir lassen uns nicht spalten. In dieser schwierigen Situation stehen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen. Über die Grenzen der Bundesländer hinweg, aus dem Konzern und über den Konzern hinaus werden wir ein Band der Solidarität knüpfen und wir werden den Marsch der Solidarität durch die ganze Bundesrepublik gehen. Milliardengewinne auf Kosten von Millionen Arbeitslosen, das ist mit dem christlichen Glauben und der Menschenwürde nicht zu vereinbaren. Die Arbeit ist ein Menschenrecht und wenn sie den Menschen genommen wird, können wir das getrost als eine Menschenrechtsverletzung bezeichnen. Arsch hoch und auf die Beine. Das möchte ich heute Ihnen mal weitergeben, Sie haben es schon gemacht, aber dass Sie da nicht nachlassen. Und je mehr sich anschließen, umso mehr wird es diesem Wirtschaftssystem unmöglich gemacht, weiter die Gewinne auf Kosten von Arbeitsplätzen einzufahren. Für die Soli-Marschierer geht es am nächsten Tag zur Miele nach Bielefeld. Der Rest der Belegschaft fährt zurück nach Berlin. Also der Fahrer hat wirklich sehr gut gesprochen, hat mir gefallen. Also wenn solche Leute mehr werden, ich denke mal, also die Kapitalisten können sie nicht mehr bewegen. So. Sitzung der Streikleitung. Thema ist der Marsch der Solidarität. Also aus meiner Sicht, zumindest nach meiner Einschätzung, ist das wie mit dem Scheinriesen. Wenn man ganz nah an dem Scheinriesen dran ist, in diesem Kinderbuch, ist er ganz normal groß. Und so ist das in München. Je weiter wir weg sind, desto weiter ist das aufgeblasen. Und je näher wir drankommen, desto kleiner wird das. Meine Einschätzung, nicht nur meine Einschätzung, sondern ich weiß das für mich.
Weil wenn die Verwaltungsstelle München mir sagt, rechnet mit niemandem und freut euch über 100. Ich kann deine Einschätzung, die Schwierigkeiten teilen, Luis, aber das ändert nicht, dass ich bei meinem Plan festhalte und dafür kämpfe. Es wird allenfalls dazu führen, sage ich jetzt mal, dass wir oberhalb der Peinlichkeitsgrenze sind. Oberhalb der Peinlichkeitsgrenze. Ob das jetzt 1000 oder 1500 sind. Also Nürnberg war ja gestern wirklich sehr, sehr schön. Endlich mal haben wir das gemerkt, dass die Leute hinter uns stehen. Viel Interesse von der Polizei, sogar Polizei hat uns da bis dahin geführt. Der Bürgermeister war ja da, hat da volle Unterstützung uns versprochen. Die ARG-Kollegen, die waren fantastisch, die haben einfach spontan einen Streik angesagt und 11.30 Uhr war bei denen Schluss und dann sind sie fast alle draußen gewesen. Also war wirklich sehr, sehr, sehr schön. Sechs Busse mit BSH-Lern machen sich auf nach Kamp-Lindfort, treffen dort wieder mit den übrigen Soli-Marschierern zusammen. Ziel, das ehemalige Siemens-Handywerk von BenQ. Hier brennt die Luft. Vor einem Jahr hat Siemens das Werk verkauft. Gerade hat BenQ Insolvenz angemeldet. 1.800 Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel. Das trifft die Stadt. Die Firma Siemens BenQ ist unser zweitgrößter Arbeitgeber in Kamp-Lindfort. 800 bis 900 Familien hängen an dem Arbeitsplatz hier in Kamp-Lindfort. Und die Schließung, die diesem Werk droht, betrifft diese Stadt ganz stark. Wir wollen hiermit deutlich machen, dass wir an die Firma Siemens appellieren, ihrer Verantwortung für diese Stadt gerecht zu werden. Bei der Demo zum BenQ-Werk ist die halbe Stadt auf den Beinen. Die Auszubildenden des benachbarten Bergbaubetriebs legen kurzzeitig die Arbeit nieder und kommen vor das Werk. Ja, das ist Solidarität. Da muss es sein. Ja? Weitermachen. Solidarität. Wir sind aus Berlin hier, circa mit 500 Kolleginnen und Kollegen, weil wir denken, wir können euch bei dieser Auseinandersetzung, bei diesem Betrug nicht allein lassen. Wir sind hier, weil die Solidarität, so haben wir gelernt, nicht Einbahnstraße ist. Ich denke, es ist eine sehr kreative Initiative, um Kämpfer an unterschiedlichen Orten in Deutschland für den Erhalt von Arbeitsplätzen zu einem gemeinsamen Kampf zu machen und damit den Druck auf die Unternehmen zu erhöhen, die Öffentlichkeit besser zu informieren. Ich denke, man wird besser wahrgenommen und das ist ein ganz wichtiger Effekt dieses Marsches der Solidarität. Und es war für die Kollegen, glaube ich, heute ein unheimliches Erlebnis zu sehen, dass andere sich bewegen und dass Bewegung auch was bringt. Nämlich zumindest Nähe, Gemeinsamkeit, man merkt, dass man nicht alleine ist. Und wenn es unsere politischen Ziele dann auch noch trifft, also dass wir was erreichen können für Berlin und für die anderen Standorte, ja, dann können wir sagen, dann hat sich in jedem Falle gelohnt und dann werden die Kolleginnen und Kollegen sich an solchen Märschen auch in Zukunft beteiligen. Ich finde das Engagement und ich finde die Unterstützung, also das ist genau das, was wir brauchen. Es tut einfach gut, dass man weiß, dass man nicht alleine ist. Das kann doch besser gar nicht sein. Was wir wollen aber, das ist, wir wollen, dass die Belegschaften sich solidarisieren. Und wir sind jetzt auf einem sehr guten Weg dahin, dass das jetzt, ab jetzt geschehen wird. Denn wie gesagt, hier bei BenQ, die Veranstaltung, diese Solidaritätsveranstaltung, das ist für mich die positivste Erfahrung, die ich jetzt auf dem Weg seit dem 5. Oktober mitgemacht habe. Super! Das will ich, das will ich.
Ich will französische Verhältnisse schaffen. Generalstreik soll nicht mehr in diesem Lande verboten werden. Wir sollten erhalten Arbeitsplätze. Erhalten die ganze Schweinerei, wo wir aufgedeckt haben. Dann müssen wir mehr Bürger sollen sich bei dieser Aktion beteiligen, bei dieser Bewegung. Wir sollen gemeinsam sagen, wir sind nicht mehr einverstanden mit den Grundzügen der Gesellschaft. Und das muss geändert werden. Würde des Menschen, Würde der Arbeit, die beide Definitionen muss neu definiert, neu diskutiert werden. Wir kommen wieder! Wir kommen wieder! Wir kommen wieder! Wir kommen wieder! Wir kommen Die örtliche IG Metall-Führung stellt der betrieblichen Verhandlungskommission ihre Eckpunkte für Verhandlungen mit dem Arbeitgeber vor. Erhalt von 420 Arbeitsplätzen, ein Jahr Transfergesellschaft und für die verbleibenden Mitarbeiter Lohneinbußen von etwa 20%. Vor Gericht hat der Arbeitgeber durchgesetzt, dass in der folgenden Woche eine Gasse für den Zugang zum Werk freigehalten werden muss. Das wollen sich die BSHler nicht gefallen lassen. Am Montag wollen sie sich vor die Tore stellen. Aber in dieser Demokratie haben die abhängig Beschäftigten nur eine Möglichkeit, Streik. Sonst keine andere Möglichkeit. Die anderen Scheißkerle haben alles. Das Geld, die Mieten und alles. Wir kämpfen hier für Arbeitsplätze, wir kämpfen hier darum, dass Menschen menschenwürdig behandelt werden und wir werden mit diesem Kampf nicht aufhören, bis wir ein Anerkennen von der anderen Seite haben und das muss sich äußern in Zugeständnissen für Arbeitsplätze. Vorher sind wir nicht bereit, in irgendeiner Form den Kampf aufzugeben. Am Nachmittag kommen auf Einladung der IG Metall Gewerkschafter aus Polen und der Türkei. Sie berichten über die Arbeitsbedingungen bei BSH in ihren Ländern. So arbeiten etwa 2/3 der Belegschaft in der Türkei als Leiharbeiter. Ihr Monatslohn etwa 280 Euro. Davon kann man auch in der Türkei nicht leben. Es ist so wichtig, denke ich, wenn wir die Kräfte bündeln, nur so kann diese Auseinandersetzung gewonnen werden. Also es ist unbedingt notwendig für alle Betriebe eigentlich, die international kooperieren, um die gemeinsame Kampf zu gewinnen. Montag, 6.30 Uhr. Fast die gesamte Belegschaft vorm Werkstor, um die Streikbrechergasse zu verhindern. Gleichzeitig hat die SPD Spandau sozusagen als Schutz eine Demonstration angemeldet. Und ich hoffe sehr, dass das nicht nur ein gutes Signal ist, sondern eben auch ein Stück weit die Unterstützung, die ihr benötigt, damit ihr hier den Druck aufrechterhalten könnt und auch tatsächlich weiterhin trotz aller Gerichtsbeschlüsse deutlich machen könnt, ihr lasst euch hier nicht vertreiben. Doch es gibt keinen Versuch des Arbeitgebers, die Gasse durchzusetzen. Aber sobald man sich auf die Geschäftsführung der BSH verlassen kann, wird es auch morgen keinen Versuch geben, Streikbrecher hier reinzubringen, sondern sie haben erklärt, inoffiziell selbstverständlich und nicht für die Streikzeitung oder für andere Berichterstattung, aber sie haben, ich zensiere ja den Film dann selbst, also Sie haben erklärt, dass Sie weder heute, das haben wir ja gemerkt, noch morgen versuchen werden, Streikbrecher hier reinzubringen. Der Arbeitgeber bietet Verhandlungen an. Für den 17. Oktober sind Gespräche angesetzt. Aber es ist auf jeden Fall aus meiner Sicht ein klarer politischer Erfolg, eine Unternehmensleitung nochmal dazu gedrängt zu haben, um es so vorsichtig zu sagen, gedrängt zu haben, zurückzukommen an den Verhandlungstisch und nicht nur über Plattmachen zu reden. Ich will aber ein Ergebnis, das nicht, da bin ich sicher, das wird nicht zuckersüß sein. Das wird nicht zuckersüß sein. Es wird auch einen bitteren Beigeschmack auch haben. Aber zumindest ein Ergebnis, von dem wir da sagen, wir erreichen im Sinne von Arbeitsplatzerhalt zumindest mittelfristig was,
Es wird jetzt nicht einen ewigen Verhandlungsmarathon mit 20 Verhandlungsterminen geben, meiner Einschätzung nach. Sondern es wird eher so sein, dass wir versuchen, in einer Verhandlungsrunde, und sei es sozusagen durch die Nacht hindurch, den Knoten durchzuschlagen. Ich glaube, dass es auch auf der anderen Seite daran ein Interesse gibt. Nämlich insofern, dass sie, wenn irgendwie möglich, München verhindern wollen. Freitag feiern wir ein bisschen und sammeln Kraft, damit ihr am Samstag zur Demonstration dann auch könnt. Ja. Also ich bin kein Mitarbeiter hier, aber ich habe auch ein paar Erfahrungen. Ich halte das taktisch für unklug, morgen über einen Kompromiss zu sprechen, vor München. Ich halte das taktisch für absolut unklug. Und dann lasst euch bitte genau erklären, ich bin auch ein Betroffener, lasst euch erklären, wer von diesem Kompromiss betroffen sein wird. Euer Verhandlungsleiter von der IG Metall soll euch konkret sagen, worum es morgen geht. Und gebt ihm heute das Ja oder das Nein dazu. Das ist meine Erfahrung. Dankeschön. Ich bin stolz auf unseren Betriebsrat, denn was ihr geleistet habt, ist unglaublich. Ohne euch wären wir so weit nicht gekommen, Herr Abdelkader. Ja? Das war eins. Zweitens, wir haben wirklich einen Mann mit Günner, der wirklich euch alle vertritt, der hier die Meinung sagt und richtig abgeht. Er weiß, alle zu motivieren. Und er führt uns. Und wir können stolz sein, diesen Mann zu haben. Und ich glaube nicht, dass wenn morgen diese Verhandlungen losgehen, dass er uns nicht vertreten wird. Das glaube ich nicht. Er wird versuchen, alles für uns rauszuholen. Das unterstelle ich ihm jetzt einfach mal. Keine Angst, wir sind... Kollege, ich sage jetzt einfach, die sollen verhandeln. Nee sagen können wir immer noch in der Urabstimmung. Also keine Angst, wir sind alle Kollegen unter uns, kann jeder reden. Ich wollte noch was loswerden. Und zwar, ich hatte auf einmal so einen Eindruck, dass wir den Partner schon abgeschlossen haben, den Streik schon beendet haben, auch wenn man kam, diese Atmosphäre hier. Ob man Erfahrungen im Streik hat oder nicht, ist ein anderes Thema. Wenn man den Streik schon begonnen hat, noch nicht mal abgeschlossen hat oder eine Verhandlung durchgeführt hat, wenn ich sage, ich verkaufe mein Auto, der Preis steht noch nicht fest. Wie soll ich mein Auto dann verkaufen? Guten Morgen, Kolleginnen und Kollegen. Wie Luis gerade gesagt hat, haben wir euch gebeten, heute Morgen hier, dass wir uns versammeln, weil wir heute Nacht etwa gegen 2:30 zu einem Ergebnis gekommen sind, das wir euch heute Morgen vorstellen wollen. Wie sind die Rahmenbedingungen? Ich habe vor einigen Tagen, als ich hier war, gesagt, ich verneige mich vor den Leistungen dieser Belegschaft, vor den Solidaritätsaktionen, vor den bundesweiten Aktionen, die hier geleistet wurden. Mündlich oder schriftlich? Der Schließungsbeschluss ist weg, Kolleginnen und Kollegen. Schriftlich oder mündlich? Noch einmal. Der Schließungsbeschluss steht nicht mehr im Raum. Es gibt keinerlei Schließungsbeschluss mehr und wir haben in der Vereinbarung schriftlich festgelegt, dass wir über eine Fortführung des Standortes reden. So. Das Ergebnis sieht jetzt wie folgt vor. Ich referiere das jetzt einfach. Der Standort bleibt erhalten. Mit einer Gesamtbeschäftigtenzahl, die wir vertraglich vereinbart haben, von in Berlin 400 Arbeitsplätzen. Wir reden über insgesamt in Summe 216 Kolleginnen und Kollegen, für die nach dieser Vereinbarung perspektivisch kein Arbeitsplatz mehr bei BSH zur Verfügung stehen wird. Und jetzt sollen wir 216 Kollegen rausschmeißen. Und wenn der Kollege... Entschuldige, wir schmeißen überhaupt doch niemanden raus. In dem Sinne. Also, bitte. Bitte. Moment. 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 Moment mal bitte.
München fahren. Wir waren nicht alleine. Wir waren mit dem anderen Betrieben Solidarität erzählt. Und die Busse organisiert worden. Hier hieß es, wir werden die Nation wachrütteln. Von hier wird richtig was passieren. Und das passiert nicht. Ich protestiere Gewerkschaft IG Metall, indem er kurz vor München einen Rückzieher gemacht hat. Richtig. Was fühlen Sie sich? Der Mensch hat monatelang gesagt, er möchte noch in den Spiegel reingucken. Sie haben gesagt, heute haben Sie auch noch gesagt, Sie verleihen vor uns. Luis hat es mal gesagt, das haben Sie auch gesagt. Luis hat gesagt, er ist stolz auf uns. Ich möchte jetzt Sie fragen, würden Sie den Behörden, die Kollegen, die uns jetzt solidarisch unterstützen möchten, kurz vor der Münchenreise einen Rückzieher gemacht haben, was möchten Sie den Leuten sagen? Können Sie mir das sagen? Ich muss doch in der Situation, wo ich weiß, zwei Stunden später verhandeln wir, da muss ich doch sozusagen eine klare Linie vorgeben und sagen, Leute, ihr könnt machen, was ihr wollt, wir tauchen auf jeden Fall auf. Wir müssen doch den Druck aufbauen vor einer Verhandlung. Da muss man doch wirklich klar sagen, ihr könnt machen, was ihr wollt. Den Druck aufbauen, wir tauchen bei euch auf. Wir sind zu einem Ergebnis gekommen, muss man hier feststellen, für dieses Ergebnis haben wir nicht gekämpft seit Monaten, seit Wochen hier. Aber Kollegen, also ich finde es sehr schade, dass hier Westen, Mützen hier weggeschmissen werden, weil wir morgen sowieso das letzte Wort haben werden, wie wir über diese, es gibt hier eine Verhandlung, Ergebnis, worüber wir hier entscheiden werden. Also, wenn ihr mich fragt, der Streik geht weiter, wir brauchen die Mützen, wir brauchen die Westen. Ja, ich denke einmal an die Leute, die gekündigt werden sollen. Wenn wirklich nur 400 Leute bei uns arbeiten sollen, sind es immerhin über 200, die gehen müssen. An die denke ich, ist mir gar nicht gut. Und auf der anderen Seite sehe ich es wieder so, dass ja 400 Arbeitsplätze erhalten bleiben sollen, was ja für die 400 Leute ja auch positiv ist, dass sie weiter in Lohn und Brot bleiben. Und deswegen habe ich halt eine zweigeteilte Meinung zu der Situation. Das war das erste Gelegenheit, dass die Leute so hochgekommen sind. Das hätten wir noch weiterführen sollen. Diese Gelegenheit hätten wir den Arbeitgebern nicht geben müssen. Die mussten erstmal Angst kriegen, wirklich Angst kriegen, dass die Leute, wir als BSH, die Leute wachgekriegt haben. Aber und ab morgen oder ab Montag, diese Garantie werden wir draußen nicht mehr haben. Diese Belegschaft ist die erste Belegschaft, und zwar überall in der Bundesrepublik, die erste Belegschaft, die es geschafft hat, einen Schließungsbeschluss nochmal zu kippen, das zweite Mal zu kippen und Arbeitsplätze zu erhalten. Ich persönlich glaube auch, dass man heute sagen muss, dass es eher wahrscheinlich ist, dass 2010, eigentlich 2011 wegen der Kündigungsfrist, 2011 Schluss ist, glaube ich, von heute aus gesehen, dass das Schluss ist. Hier, wir alle gemeinsam reißen uns hier seit Wochen und Monaten den Arsch auf, eigentlich seit 2005. Jetzt könnt ihr sagen, wir haben Mist gemacht und eine falsche Entscheidung getroffen haben. Aber was ich mir nicht mehr sagen lasse, ist, dass wir hier nicht gekämpft haben. Oh. İki alternatif. Ya. Denk dran. Also ich finde, das Verhandlungsergebnis ist ein super Erfolg für die Verhandlungskommission. Was die erreicht haben, ist einfach klasse. Wir haben vorher nicht erwartet, dass der Schließungsbeschluss zurückgenommen wird. Oder na, sagen wir mal, er ist ja fast zurückgenommen worden. Er ist nicht im vollen Umfang zurückgenommen worden, aber das ist für uns einfach ein tolles Ergebnis. Und es gibt sicherlich Kritik, muss es ja auch, aber ich bin wirklich sehr zufrieden. Sie haben doch gesagt, wir müssen zusammenhalten, ja. Miteinander sein. Ja. Und warum haben Sie das also das nicht mit uns zusammen gemacht? Hätten Sie das also bei den Verhandlungen
egal was da rauskommt, dann hätten Sie das also mit diesen Beschäftigten und sowas weiter mitteilen, rechtzeitig informieren, dann können Sie das also wieder zurück für Handlungstisch gehen. Dann können Sie das also machen. Da haben Sie das in Sicherheit. Durch Solidarität, durch Zusammenarbeit. Da haben Sie das also in Umfang ausgesprochen. Genau. Wir haben einen Monat lang hier gekämpft, nicht für einen faulen Kompromiss. Das ist ein fauler Kompromiss. Wir wollen das haben. Zwei wesentliche Aussagen, was wir gemacht haben, das nicht eingehalten wurde. Selbstkritisch muss man sagen. Die erste Frage ist, wir haben gesagt, jedes Ergebnis im Rahmen soll der Meteler vorgestellt werden. Das ist nicht gemacht, das ist der einzige Kritikpunkt, wo ich auch teile. Deswegen, ich habe gesagt, wenn die Kollegen mehrheitlich, fast 90%, die gestern hier anwesend waren, wenn sie sagen, wir wollen nicht, dann muss man dumm sein, um dass man gegen die Kollegen zu stellen. Also der Marsch der Solidarität war, also in meinen Augen, war sehr, sehr erfolgreich, obwohl wir ein paar Standorte oder ein paar Städte waren, wo der Interesse nicht so, wirklich nicht so groß war, wie wir erwartet haben. Das kann man daran legen, dass der IG Metall wirklich nicht richtig gut gearbeitet, nicht richtig organisiert hat. Obwohl die nicht das richtig gemacht haben, haben wir viel mitgerissen, haben wir viel mit vielen Menschen, verschiedenen Menschen unterhalten. Wir haben viele Leute auch dazu gebracht, dass sie uns unterstützen. Wir haben so eine große Unterstützung bekommen. Das war wirklich sehr, sehr schön. Haben für die Annahme des Verhandlungsergebnisses 167 Kollegen und Kollegen gestimmt. Mit Nein haben 344 Kollegen gestimmt und 2 Stimmen waren ungültig. In Prozent gesagt, heißt das mit Ja für Annahme des Verhandlungsergebnisses haben 32,55% gestimmt, 67,05% haben gegen die Annahme des Verhandlungsergebnisses gestimmt und 0,40% waren ungültig. Damit ist das von der IG Metall-Satzung geforderte Quorum von mindestens 25%, die für Ja stimmen, erfüllt. Es muss immer eine große Mehrheit unserer Mitglieder für Streik stimmen in der ersten Ruheabstimmung. Ihr kennt das aus der ersten Ruheabstimmung. Und dieselbe Logik gilt auch bei der zweiten Ruheabstimmung. Nein, ich gehe. Ich werde nicht nach Hause gehen. Hau ab hier! Wir werden alles versuchen, das war aber auch schon die Sprachregelung hier in den Versammlungen, dass wir alles versuchen werden, betriebsbedingte Kündigungen zu vermeiden, insbesondere ältere Kolleginnen und Kollegen in eine Regelung in die Rente rein, sozialverträglich zu kriegen, mit dem Ziel, möglichst sozial betriebsbedingte Kündigungen zu vermeiden oder zu minimieren. Ich glaube, dass nach einer Weile sich die Erregung so weit gelegt hat, dass auch der Wert erkannt wird, dass wir hier über einen
Zeitraum bis 2010 dieses Werk gerettet haben. Denn die ursprüngliche Situation war ja ein Schließungsbeschluss des BSH-Vorstandes. Wir haben nicht umsonst gekämpft hier. Unglaublich, was ihr gemacht habt hier. Unglaublich. Seit 26 Tagen. Vier Wochen, sechs Wochen haben wir gekämpft. Was du denn? Was du denn? Die anderen schon, aber weil du bist warum so sein. Es ist auch klar, dass wir gegen die Gewerkschaft nicht schimpfen sollen. Es ist auch klar, dass wir auch in der Zukunft eine Gewerkschaft brauchen. Kann sein, dass es in der Gewerkschaft Leute gibt, die falsche Entscheidungen treffen. Ich hoffe, dass sie die falsche jetzt diese 30% nicht Anlass nehmen, den Streik zu brechen, weil Voten der Kollegen sind klar, wir wollen weiterkämpfen. Ja! Überwiegende Mehrheit wollen weiterkämpfen. Aus diesem Grund gibt es einen Teil, die Satzung, von der anderen Teil, diese politische Entscheidung der Beschäftigten, diese klare Mehrheit muss Gehör finden. Das heißt Klartext. Vorstand der IG Metall muss sofort reagieren und agieren, damit das Streik nicht aufhört, sondern weiter gestreikt wird. Diese satzungsmäßige Voraussetzung muss von der IG Metall erfüllt werden. Wir werden jetzt mit der Bezirksleitung reden. Wir werden, wenn notwendig wird, mit dem Vorstand reden. Über die Fortführung dieses Streikes. Wir werden jetzt hier die Räumlichkeiten verlassen, weil wir mit denen reden müssen. Luis, du kommst mit. Ich habe nach wie vor die Hoffnung, dass der Streik weitergeführt wird. Günjör hat vorhin gesagt, auch dieses Abstimmungsergebnis muss trotzdem die Mehrheitsentscheidung anerkennen. Es sind 67% der IG Metall-Mitglieder, die für die Weiterführung der Kampfmaßnahmen sich ausgesprochen haben. Auch wenn es da eine Satzung gibt bei der IG Metall mit diesen 25%. Die Situation im Augenblick ist irgendwo, man steht wirklich zwischen Luft und Haken. Wie hat denn die IG Metall reagiert? Ihr wart ja gerade da. Ja, die haben gesagt, dass sie den Streik brechen werden und dem Vorstand empfehlen, diesen Ergebnis anzunehmen. Das ist der Stand der Dinge. Habt ihr denn jetzt Kontakt zum Vorstand, dass ihr das nochmal selber vorsprechen könnt? Oder nein, wir haben keinen Kontakt. Wir haben versucht, geht's nicht. Jetzt ist die Situation so, dass sie den Streik absagen werden und dem Vorstand empfehlen werden, das Streik zu brechen. Was willst du jetzt machen? Also ich werde noch mal mit Kollegen reden und beraten, was wir wollen, was wir machen. Dann werden wir dir entscheiden, was wir machen werden. Ich habe gesagt, die Ehefrauen, Ehemänner, die Beschäftigten, können bleiben, die sollen ja mitentscheiden, okay? 170 Leute, die werden in 18 Monaten Hartz-IV-Empfänger. Ich auch. Und dafür haben 167 Idioten mit ihrer Stimme heute gesorgt, dass der Kampf nicht weitergeführt wird. Darüber bin ich verbittert, verdammt nochmal! Ich könnte ja, ich möchte dich bitten, Luis. Ich möchte um Folgendes bitten. Also Kollege, von dir lasse ich mich nicht als Idiot bezeichnen. Hast du dagegen gestimmt, gegen den Streik? Ja, was denkst du denn? Das ist ja schön, ich nicht. Siehste? Aber hast du auch an die Leute gedacht, die jetzt hier in 18 Monaten als Vierempfänger wären? Hast du an die Leute gedacht, die eventuell total auf der Straße sitzen? Leider hat es nicht für uns gereicht. Und ich bin sehr traurig und auch ein bisschen wütend über diese ganze Entscheidung. Muss ich ganz ehrlich sagen, mir liegt das wirklich, die 216 Leute liegen mir so schwer am Magen,
Ich finde einfach keine Worte, aber wir haben alles versucht. Wir können, glaube ich, mit Kopf hoch durch die Tür gehen hier. Und wir können auch am Montag, die arbeiten müssen, mit dem Kopf hoch ins Werk gehen. Ob wir mit IG Metall einverstanden sind oder nicht, ob die uns zufriedengestellt haben oder nicht, ob die uns verkauft haben oder nicht, das sollte hier diskutiert werden. Nicht einfach so hingenommen werden. Wir sollten diskutieren. Und wir sollen heute Abend noch diskutieren, was wir in Zukunft machen wollen. Es bleibt trotzdem noch zu sagen, dass nach dem erzielten Verhandlungsergebnis der Zustimmung der Verhandlungskommission, der Zustimmung der Tarifkommission und dem ausreichenden Quorum der Urabstimmung, dass auf dieser Basis den Streik, den wir am 25. September begonnen haben, heute Nacht um 24 Uhr beendet wird. Meine Entscheidung war immer gebunden mit der Frage, wenn wir das zurückschlagen, auch plakativ zurückschlagen, dass wir Schule machen. Diejenigen heute, ab sofort, in den Betrieben, solche Erpressungen, dass sie bekommen werden, sie werden sich wehrsetzen. Sie werden sagen, hier gibt es Beispiele. Aber bisher gab es kein Beispiel in diesem Lande, dass sie immer beschlossen und das umgesetzt haben. Erstes Mal in der Geschichte wurde das zurückgeschlagen. Das war für mich politisch wichtig. Ich habe viel gelernt. Das Wichtigste ist, dass viele Menschen in Deutschland an unseren Argumenten, die wir weitergegeben haben, wo es um Arbeitsplatzanbau geht, wo es um Zusammenhalt der Betriebe geht, auch ob es Konkurrenzunternehmen oder Schwesterbetriebe sind, dass die sich da sehr wohl für interessieren und gesagt haben, macht weiter so. Wir schließen uns irgendwann euch an. Dann wartet bloß darauf, dass irgendwo ein deutlich sichtbares Zeichen von Bewegung gesetzt wird. Und wir sind da auf einem sehr guten Wege gewesen. Teilweise müssen wir zugeben, dass wir an einem Punkt gekommen sind, vielleicht nicht politisch genug waren allgemein und nicht mehr wussten, wie weiter. Das ist vielleicht Lehre dieses Kampfes, dass man einen Kampf von vorne bis hinten planen muss, nicht auf irgendeinen Zufall lassen soll. Emotionen oder andere Sachen, irgendwann kommst du an einen Punkt, dann weißt du nicht, was du tun sollst. Zum Beispiel wie gestern. War möglich, nach diesem Rede Betrieb zu besetzen. War vielleicht ein politischer Fehler, dass wir das nicht gemacht haben. In dem Moment, wo die Stunde möglich war, nach 3 Stunden war es die Welt anders, war nicht mehr möglich. Ich habe noch mal probiert, aber das ist für mich die Lehre, dass man in den Momenten handeln soll, in den Momenten es möglich ist. Wir müssen eintreten, richtig eintreten, wir müssen Vertrauensleute nachwählen. Wir müssen die Gewerkschaft wieder in Stand besetzen. Die Gewerkschaft gehört den Kolleginnen und Kollegen und die gehört den Kämpfern dieses Streiks, dieses Kampfes. Also Vorstandebene hat man die Entscheidung getroffen. Mit Siemens AG hat man die Gespräche geführt, hat man gesagt, 4 Eckpunkte. Beide Seiten haben gesagt, okay. Also Hüssen, wer hat die Entscheidung getroffen? Man hat uns gesagt, Huber, der zweite Bevollmächtigte der IG Metall, Vorsitzende der IG Metall, hat mit Siemens AG schon vor einer Woche die Sache geklärt. Wir haben nur von Hörungen bekommen, aber wenn man nachher alles so reinguckt, reinsieht, es kann nur stimmen. Was anderes kommt nicht in Frage. Also war das ein Scheinkampf, den ihr noch geführt habt? Ja, wir haben in Berlin keine Verhandlung geführt. Als wir im Hotel waren, waren schon die Eckpunkte fest. Wir haben nur versucht, ein paar Komma oder Punkt zu verschieben.
Als wir da waren, war dieses Papier schon fertig. Wir haben in Berlin keine Verhandlungen geführt, weil die Verhandlungen schon früher geführt wurden. Wir werden eine soziale Bewegung in diesem Lande starten. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, ohne Arbeit zu sein und hier nicht herzukommen. Machen wir uns keine Illusion. Ein Jahr Arbeitslosengeld 1 ist verdammt schnell vorbei. 618 Personalnummer vielleicht, die man per Knopfdruck löschen würde, aber für uns heißt das, das sind 618 Schicksale, Familien, Menschen, die hinter dieser Nummer stehen. Wir müssen die Politiker benutzen, so wie sie uns benutzen. Nämlich, dass sie für uns die Staaten haben. Und vor allem die Beschäftigten der Industriebetriebe. Die müssen nicht Bescheidenheit lernen, die müssen Widerstand lernen. Das war ein Schicksal. Wenn wir einen Verdacht haben, müssen sie es auch machen. Was haben Sie denn für einen Verdacht gegen mich? Gegen Sie nicht, gegen Fahrzeuge haben wir einen Verdacht. Wir haben 2,5 Millionen Gemeteller, die mit uns gemeinsam sich bewegen müssen. Ich darf euch versichern, dass die ganze IG Metall, hinter euch steht. Ich finde das Engagement und ich finde die Unterstützung, also das ist genau das, was wir brauchen. Der Verhandlungsleiter von der IG Metall soll konkret sagen, worum es morgen geht. Wir haben in Berlin keine Verhandlungen geführt, weil die Verhandlungen schon früher geführt wurden. Übersetzen, übersetzen! Ja. Also, gibt es eine bestimmte Leute?